Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mystery Unboxing. Nein, jedes Mal dasselbe. Das ist beim Slane. Ich meine Special Delivery. Ich habe wieder ein Paket bekommen und ich möchte euch das jetzt hier mal zeigen, dass ihr sehen könnt, wie verdammt fucking groß das ist. Justin mal wieder. Der hat mir jetzt bereits das dritte Paket geschickt. Justin, du bist verrückt. Das möchte ich hier nochmal sagen, natürlich auf eine positive Art und Weise. Und ich werde das jetzt mit euch auspacken. Ich weiß nicht, was drin ist. Es ist verdammt groß. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, dann wollen wir mal anfangen. Und ja, ihr aufmerksamen Zuseher, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe ein bisschen umgebaut, beziehungsweise angebaut, beziehungsweise ein paar neue Regale aufgestellt. Deswegen mache ich meine Unpackings jetzt aus einem anderen Ort, beziehungsweise von einem anderen Regal aus. Oh Mann, ich bin wirklich gespannt. Wenn alles klappt, werde ich demnächst vielleicht mal wieder eine neue Overview machen. Die letzte, die ich gemacht habe, ist ja schon ein paar Jährchen her. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich nicht gut bin im Auspacken von Kartons. Okay, ich muss ein bisschen vorsichtig sein hier, nicht, dass ich irgendwas kaputt mache. So, ich bin sehr gespannt, was könnte da alles drin sein. Ich weiß, dass der gute Justin die einzelnen DVDs nochmal extra verpackt hat, damit die Spannung größer ist. Finde ich eine nette Idee. So, das Ganze ist auf jeden Fall wieder super verpackt. Oh mein Gott. Okay, fangen wir mal an. Fanpost für Tom ist immer wieder erstaunlich, wenn ich sowas hier in die Hand bekomme. Also, ich weiß ja, dass ich deine Briefe immer vorlesen darf, deswegen fange ich doch mal an. Fanpost für DVD Madness 2010. Hallo, lieber Tom. Es freut mich erstmal, dass das Paket wohlbehütet bei dir angekommen ist. Ja, ist es. Ich sage schon mal vielen lieben Dank für das Unboxing, was zu diesem Paket kommen wird. Es wird mir sicherlich wieder sehr gut gefallen. Das hoffe ich doch. Beziehungsweise, ich packe es ja eigentlich nur aus. Ich meine. Also freut mich, wenn es dir natürlich gefällt. Ich packe natürlich sowas sehr gerne aus. Wie ich dir schon angedroht habe, gibt es schon mittlerweile die dritte Special Deliverin von mir. Ja, und wie gesagt, du bist echt verrückt. Ich habe mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ach, ich sag nur, ich bin euch sowas von dankbar. Und habe dir wieder ein kleines Paket zusammengestellt. Klein ist gut, ja. Und dieses ist auch ganz besonders, denn in diesem Paket befindet sich hauptsächlich gewaltig Trash. Und das ist schon mal geil. Ich liebe ja Trash-Filme. Es sind nur wenig Filme dabei, die ich als nicht Trash bezeichnen würde. Zudem ist ein Film dabei, den du schon besitzt, aber leider in der falschen Fassung. Okay, da bin ich jetzt aber mal sehr gespannt. Um dies zu ändern, habe ich dir extra diesen Film aus Österreich bestellt. Du bist ja mehr als verrückt. Du kannst mir doch nicht Sachen bestellen, Mann. Justin, da müssen wir nochmal drüber reden hier. Das geht aber gar nicht. Ist auch geil. Aber so fies wie ich bin, werde ich den Film ganz nach unten legen. Na logisch, was auch sonst. Also, du musst dir erstmal erkämpfen. Ich hoffe, ich kann dir damit eine große Freude machen. Justin, hast du jetzt schon gemacht, einfach saugeil. Aber nun gut, ich denke mal, du möchtest endlich das Paket auspacken und nicht diesen Stuss hier durchlesen. Das ist kein Stuss, Justin, hallo? Also bitte, ich wünsche dir viel Spaß beim Unboxen. Dein Fan, Justin Jan. Justin Jan, oder wie ich dich nenne, Justin, saugeil. Los geht's, ich bin echt gespannt. Als erstes geht's mal wieder los. Saugeil. Feurige Texas-Nudeln. Ich liebe 5 Minuten Terrine allgemein. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal gesagt habe. Und die hier kenne ich nicht, aber ich liebe es ja scharf. Also scharf zu essen. Und da bin ich schon mehr als gespannt, wie feurig das hin. Jeha! Kann ich dazu nur sagen. Und da war mal wieder Justin, meine Alter. Wieder die leckeren Fruchtsaftbärchen, die hast du mir das letzte Mal schon eingepackt. Die sind saugeil vom guten Teegut. Scheißgeil. Und Alter, was geht denn ab? Vollmilch, Nuss, Schokolade. Hast du den Teegut leer gekauft oder was? Saugeil. Alter, ich wollte ja ein bisschen auf meine Linie achten, aber bei sowas, Alter. Milka Brezel, die kenne ich auch noch nicht. Ich würde ja schon fast sagen, dass ich mein Leben fast alles Süßes, was es so zu kaufen gibt, gegessen habe. Aber die kenne ich nicht. Bin ich sehr gespannt. Justin, allein hiermit hast du mir mehr als eine Freude gemacht. Meine Waage wird zwar morgen früh wieder schreien, aber da scheiße ich doch drauf. Und jetzt wollen wir uns mal den Film. Das ist ja wie Weihnachten. Justin, wie viel ist denn da drin? Alter, wir müssen
ein ernstes Wörtchen miteinander reden. Wieso fällt denn hier immer dieser blöde Schatten hier? Ich hab heute nicht so gut ausgeleuchtet, sorry. So, als erstes, du machst wirklich spannend. Trash, ich bin gespannt, was es sein wird. Ich liebe Trash. Ich liebe Trash und ich sehe, what the hell? Eine Hardbox, alter Schwede. Nein! Heartbeat. CMV Laser Vision. Ich liebe die Trash Collection von CMV. Und die habe ich nicht. Sag mal, du bist ja verrückt. Die Nummer 32? Jetzt fehlen mir nur noch circa 95 oder so. Ich hatte ja mal vorgehabt, sie alle zu sammeln, aber das ist ja wie ein Fass ohne Boden. Was? Den Film kenne ich jetzt gar nicht. Ah, mit Paul Naschy, also wohl was Spanisches. Sehr interessant. Sieht mir absolut nichts, sieht aber hier auf den Bildern schon wirklich trashig und interessant aus. Paul Naschy ist, ich habe zwar nur einen Film mit ihm, aber der ist auch sehr interessant. Heartbeat, von welchem Jahr ist das? Sieht man das da hier? Sieht 90er Jahre mäßig aus. Saugeil, dann machen wir die Hardbox natürlich, die ist sogar noch original eingeschweißt, Alter. Wie geil ist das denn? Da schauen wir doch auch mal gleich direkt ein. Wie gesagt, ich liebe die Trash Collection, da sind schon wirklich, wirklich trashige Filme dabei, aber bei mir darf es ruhig so trashig wie möglich sein. Scheißgeil, ja. Heartbeat. Werde ich mir zeitnah definitiv angucken. Das Cover sieht scheißgeil aus, oder? Also echt. Geil! So, dann geht's weiter mit dem nächsten Film. Und wir haben Dark Floors. Ja, mit Lordi. Okay, den Film habe ich schon, aber wie gesagt, das macht überhaupt nichts. Ich meine, dass ich den auch gesehen habe. Der liegt, glaube ich, nicht auf dem Stapel meiner nicht gesehenen Filme. Der ist stellenweise trashig. Die Musik von Lordi, die haben ja mal, glaube ich, den Eurovision Song Contest gewonnen, irgendwann vor ein paar Jahren. Darüber lässt sich streiten. Die Masken haben ein bisschen von Slipknot abgeguckt, würde ich sagen. Der Film war... Ja, wie war denn der Film? Ich kann mich dunkel dran erinnern. Er spielte, glaube ich, in einem verlassenen Nervenanstalt. Er war eigentlich nicht schlecht, soweit ich weiß. Aber er ist schon ewig her. Ich glaube, den musste ich mir nochmal ansehen. Und meine DVD ist auch uralt, also da ist es nicht schlimm, dass ich den schon habe. Dark Floors, nicht schlecht. Und weiter geht es. Sag mal, wie viel 1, 2, das ist, Alter. Meine Güte. Was haben wir hier? Was ist das? Dragon Crusaders im Reich der Kreuzritter und Drachen. Das sieht... Wer spielt denn hier? The Asylum! Okay, jetzt geht's los. Ein Fantasy-Film von The Asylum. Geil. Mark Atkins, ja, das ist ein bekannter Regisseur. Was heißt bekannt? Ein bekannter Regisseur von The Asylum. Hab ich noch nichts gehört. Tut er irgendwie... Dragon Crusaders ist wahrscheinlich irgendwie nachgemacht von irgendeinem anderen. Ich kenne mich im Fantasy-Bereich leider nicht so aus. Aber Fantasy-Trash, das ist ja wieder was anderes. Das ist ja schon mal geil. Und warum sind die eigentlich alle neu eingepackt? Du willst mir doch nicht sagen, du hast die alle neu gekauft wieder. Meine Güte, Justin. Bitte stürzt dich nicht in Unkosten wegen mir. Sonst habe ich echt noch ein schlechtes Gewissen. Wie gesagt, da müssen wir noch drüber reden. Da lasse ich dir irgendwas anderes Schönes zukommen. Geil. Asylum sowieso. Und Fantasy von Asylum kenne ich jetzt noch gar nicht. Da bin ich mal auf sehr grauenvolle Schauspieler und furchtbare CGI gespannt. Ich lese mal gerade, hier spielt irgendjemand Bekannter, spielt hier glaube ich nicht mit. Dylan Jones, Cecily Faye, Fess Greenwood, kenne ich jetzt alle nicht. Bin sehr gespannt drauf. Und weiter geht es, sind wir überhaupt kein Ende. Was ist denn das? Abgehört. Trau niemals einen Kopf. Geiles Cover, definitiv. Von den Machern von Infernal Affairs. Der ist auch an mir vorbeigegangen, von Koch Media. Nach dem Meisterwerk Infernal Affairs, welche meinen exklusive. Mal wieder asiatisch. Ah, ich sehe, ein asiatischer Film. Ja, sehr gut, geil. Da ich ja mich ein bisschen mehr mit dem asiatischen Kino beschäftigen möchte, da kenne ich mich ja eigentlich fast überhaupt nicht aus, bis auf die Mainstream-Sachen, die es hier, die was jeder kennt, wie, was weiß ich, Original Ring und sowas. Ja, saugeil. Und das Cover ist, gefällt mir mal wirklich geil. Also hier. Abgehört, trau niemals einen Kopf. Ein brisanter Hochglanz-Thriller, dessen knüppelharter Showdown man nicht so schnell vergisst. Ich würde mal sagen, das ist wohl kein Trash. Das ist wohl der Film, wo du gemeint hast, dass das kein Trash ist. Und selbst wenn Trash, ist auch nicht schlimm. Freue ich mich drauf. Sehr geil. Weiter geht es. Und zwar mit Hell in
Tangier mit Axel de la Silleroll und Philip Peters. Ein Film von Frank van Mechelen. Segt mir auch nicht, das ist definitiv kein Asylum. Im August 96 werden der Busfahrer Marcel van Luck und sein Beifahrer in Marokko wegen Drogenschmuggel. Ah, okay, ein Thriller oder ein Drama, wahrscheinlich basierend auf echten Begebenheiten, obwohl ich das jetzt absolut nicht weiß. Das hört sich interessant an. Von New KSM. Hell in Tangier, habe ich noch nie gehört. Kommt hier mit Wendecover, was natürlich sehr gut ist. Hört sich interessant an, auch wenn ich die Schauspieler jetzt nicht kenne. Ist das was Französisches, Belgisches? Sehr interessant. Kenne ich nicht. Geil. Wird angeschaut. So. Oder war das jetzt der Film, wo du gemeint hast, dass es kein Trash ist? Lass es mich wissen. Weiter geht es mit 1000 Tears Again. Aber du willst mir doch... 1000 Tears, den habe ich doch schon mal bekommen. War das von dir oder war das von jemand anders? Das war doch von dir. Oder ist das jetzt die Uncut-Edition? Auf jeden Fall 1000 Tears bin ich ja die ganze Zeit schon. Ich bin jetzt leicht verwirrt. Ich habe 1000 Tears schon mal geschenkt bekommen. War das nicht von dir, Justin? Ich habe kein gutes Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis. Deswegen weiß ich das jetzt gar nicht. Nee, das ist die Track und das ist die Uncut-Edition. Willst du mir jetzt echt sagen, dass das die Uncut ist? Wie geil ist das denn? Na klar, du hast mir damals die... Du hast ja jetzt nicht extra die Mühe gemacht, um mir die Uncut zu besorgen. Justin, wir müssen reden. Dringend. Sau geil, da kann ich die Filme endlich mal Uncut sehen. Meine Güte. Justin. Sau, 1000 Tears auf dem Film, den war ich schon immer. 1000, wieso sage ich immer 1000? Es ist so 100 Tears, 100 Tears. Immer sage ich 1000. Er will doch nur metzeln. Saugeil, auf den Film war ich ja ewig gespannt. So, weiter geht es. Mann, das hört nicht mehr auf. Wie geil ist das denn? Was ist das? 5? Cooper, halt mal deine Fresse, mein Hund bellt draußen. 5 Mini. What? 5 Minarette in New York. Robert Patrick, Gina Gerson, Danny Glover. Inklusive original türkischer Kinofassung. Okay. Hochaktuell und sympathisch. 5 Minarett in New York wirbt für friedliche Religion und Toleranz. Für alle Fans von Operation Kingdom, Tal der Wölfe oder der TV-Serie 24. Hab ich in meinem Leben noch nichts gehört. Kommt hier in einem schicken Schuber. Da muss ich mich mal drauf einlassen. Kann ich mir jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen. Sieht aber natürlich auch sehr interessant aus. Okay. 5 Minarett in New York. Ich muss sagen, Bildungslücke. Ich habe keine Ahnung. Nummer 1 Kino-Hit? Ich habe keine Ahnung, was ein Minarett ist. Da müsst ihr mich aufklären. Ich wusste ja auch nicht, was eine Cortisone ist. Jetzt weiß ich es. Okay, cool. Bin ich auch sehr gespannt. Habe ich noch nie was von gehört. Und das ist auch gut, weil ich nicht kenne. Okay, oh, ich sehe schon. Two-Headed Shark Attack. Carmel Electra, Brooke Hogan und Charlie O'Connell, den ich nicht kenne. In der Uncut-Version. Geil, das müsste Asylum wieder sein. Ist das natürlich der Asylum? Oh mein Gott. Ich finde Brooke Hogan sehr unattraktiv, muss ich ehrlich mal sagen. Da sieht man die Fresse von Hulk Hogan raus. Sau geil. Also Tierhorror ist ja nicht so ganz meins, aber jetzt wieder im Trash-Bereich könnte mich das auf jeden Fall wieder reizen. Ich habe ja auch Sharknado geliebt und was hab ich? Irgend so einen habe ich. Sharktopus habe ich, glaube ich. Der war ja auch extrem skurril. Und Two-Headed Shark Attack. Ein Körper, zwei Köpfe. Und gut Zähne. Nee, sechs gut Zähne. 6000 Zähne. Saugeil. Da gibt es ja, glaube ich, auch schon Fortsendungen. Ich glaube, Three-Headed Shark oder Four-Headed Shark. Saugeil. Bin ich sehr gespannt drauf. Asylum geht immer. So, und weiter geht's. Schon wieder neu angepackt. Lord of the Elves. Das hat mein Kumpel Kenny aus den Horrormythen hat den. Der ist großer Fan von Fantasy und der ist großer Fan von Christopher Judge aus Stargate und deswegen weiß ich, dass er den hat. Den hat er mir mal gesagt, dass er ihn hat und er hat gemeint, der ist grottenschlecht und das ist schon mal geil. Oh, mit Bai Ling. Die finde ich ja sehr attraktiv. Die habe ich auch mal getroffen auf einer Convention, ich glaube auf dem Weekend of Horrors. Bai Ling geht bei mir immer. Bai Ling, der macht bei mir Bling Bling. Ich nehme diesen Witz zurück, der war sexy. Sorry. Geil, wieder Fantasy ist das auch das natürliche Asylum. Noch mehr Asylum ist das so ein bisschen Ripper von Jack and the Giant Killer oder sowas.
Lord of the Elves für alle Fans von der Hobbit und der Herr der Ringe, ja klar, von der Asylum. Cool, mit Christopher Judge. Dem hat es ja wohl auch die Karriere zerstört nach dem Ende von Stargate. Und Gott, ist der alt geworden. Und bei Ling, egal wie alt die ist, die sieht immer geil aus. Saugeil, bin ich sehr gespannt drauf. Kann ich mal hier mit Candy dann endlich mal mitreden, ja? Wie schlecht der Film denn nun wirklich ist. Weil er mag kein Trash und ich liebe Trash. Eigentlich hätte ich mir den Film mal ausleihen können, aber jetzt habe ich ihn ja selbst. Geil. So, what the fuck ist das? Sieht definitiv nach Asylum aus. Arachnoquake, oh mein Gott. Edward Furlong, oh mein Gott. Ethan Phillips, das ist doch Neelix aus Voyager. Das Beben ist hier nicht das Schlimmste. Das muss Asylum sein. Ich glaube, der lief doch mal auf Tele 5. Da ist ja Neelix. Na, ist das Asylum? Nee, Active Entertainment, ist das gar nicht Asylum? Aber definitiv Trash. Spinnenhorror. Ich hasse Spinnen. Ich will nicht sagen, dass ich eine Spinnenphobie habe, aber der Ekel vor Spinnen ist bei mir sehr, sehr, sehr groß. Saugeil mit Ethan Neelix Phillips. Den habe ich auch mal auf einer Convention getroffen, auf der FatCon, glaube ich. Oder? Habe ich ihn getroffen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier, das, der Titel trägt ja alles. Spinnen, die noch am Erdboden kommen. Arachnoquake. Geil. Bin ich sehr gespannt. Und es nimmt, wie gesagt, kein Ende. Justin. Was ist das? Snowblind. In dem ewigen Winter ist die einzige Freude eine warme Knarre. Wim Wenders? What the fuck? Eiskalte Action habe ich noch nie gehört. Okay. Ist das... Also das sieht ja sehr trashy aus, die Bilder. Eine neue Eiszeit hat eingesetzt. Die Zivilisation ist ein Endzeitfilmer mit Eis. Geil. Okay. Ist nicht Asylum. Nein. Okay. Und wieso... Wim Wenders? Okay, jetzt da bin ich mehr als neugierig auf diesen Film. Ich glaube, den werde ich mir mit als erstes angucken. Kommt ja auch mit Wendecover, geil. Snowblind, das sieht ja sehr trashig aus. Ein interessanter visueller Ansatz. Ein wirklich scharfer Independent-Film mit geilen Effekten. Erinnert an Sam Raimis Schneller als der Tod. Kenne ich gar nicht, Schneller als der Tod. Okay, auch da bin ich sehr gespannt. Keine Ahnung, was es ist, aber ich bin gespannt. Okay, wir kommen an den Boden des Paketes. Ich bin gespannt, wir haben... What the hell is this? Seattle Superstorm. Oh Gott, das Space Needle ist umgekippt. Eine Katastrophe epischer Dimension. Dieser Film wird sie wegfegen. Wer spielt denn damit? Ezeiah Morales, den habe ich schon mal vom Namen gehört, und Ona Krauer. Für alle Fans von 2012 und The Day After Tomorrow. Sieht wie Asylum aus, ist es aber nicht, aber ist wohl definitiv Trash. Das kann man ja wohl hier schon dran an dem Cover sehen. Wie geil ist das denn? Okay. Okay, also, was haben wir denn hier? Ein unbekanntes Flugobjekt wird über den Pazifik abgeschossen. Als ein Team losgeschickt wird, um es zu bergen, kommt ein Unwetter und zerstört wohl Seattle. Okay, das ist definitiv Tele 5 RTL 2 Kino. Bin ich auch sehr gespannt. Jetzt nicht von Asylum, oder irre ich mich da? Auf jeden Fall sieht es sehr interessant aus. Wo spielt denn Ezeiah Morales mit? Den kenne ich, das ist doch der. Woher kenne ich den? Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn er, was für eine bekannte Rolle der gespielt hat. So, und das Letzte. Etwas flach, etwas klein. Ich bin gespannt. Das ist eine Blu-ray. Alter Schwede. All Hallows Eve. What is this? Katie Maguire, Mike, komm raus und spiel. Das kenne ich überhaupt nicht. Was ist das denn? Sieht ja mal geil aus. Es gibt nur einige wenige Horrorfilme, die verstanden haben, worauf es ankommt. Und All Hallows Eve ist definitiv eine davon. Ein Halloween-Film, geil. Das passt ja. Es ist ja bald Halloween. Da weiß ich, was ich dieses Halloween auf jeden Fall gucke. Abseits von Trick or Treat, den ich jedes Halloween einlege. Geil. Sieht geil aus, ist an mir komplett vorbeigegangen. All Hallows Eve. Geil, Justin, da hast du mehr als den Vogel abgeschossen. Ich habe hier, das ist ja Wahnsinn, wie viele ist es denn jetzt insgesamt hier? Alter Schwede, Justin. 1, 2, 3, 4, 5, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 DVDs und eine Blu-ray.
Meine Schwede, und dann noch die leckeren Süßigkeiten und die Texas, feurigen Texas-Nudeln. Justin Geil. All Hallows Eve. Ich glaube, den lege ich mir als allererstes ein. Seattle Superstorm. Trash, wie es aussieht, sehr geil. Snowblind sieht mir gar nichts, sieht aber sehr interessant aus. Arachno Craig mit Ethan Phillips, bin ich sehr gespannt. Ein Asylum Fantasy Trash Film, geil. Two-Headed Shark Attack, wollte ich auch, also interessiert mich definitiv. Fünf Minarett in New York. Muss ich mich darauf einlassen? Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. 1000 Tears in der Uncut Version. Du bist verrückt, ich danke dir. Hell in Tangier, sieht auch nach seinem sehr interessanten Drama aus. Abgehört, mal wieder was fürs chinesische oder japanische oder fürs asiatische Kino. Dragon Crusaders, Fantasy von Asylum. Dark Floors, den habe ich leider schon, aber das ist nicht schlimm. Und dann noch eine Hardbox von CMV Laservision. Justin, du rockst. Wir reden noch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Tom.